Hallo, in dieser Late Night Show reden wir über das Monsterbuch für Dragonbane und über zwei neue Bände von Malcolm Max. Willkommen bei einer weiteren Late Night Show. Und bevor ich mit Monstern loslege, egal ob wir sie erschlagen oder ob sie versuchen, Malcolm Max im London des späten 19. Jahrhunderts zu essen, würde ich euch bitten, dem Video vielleicht ein Like zu geben, so im Voraus. Ihr könnt sie am Ende immer noch entfernen, wenn euch das Video dann doch nicht gefallen hat. So, legen wir los. Dragonbane. Wir haben schon öfters drüber geredet. Ein altes, neues Spiel von Free League. Alt in dem Sinne, als dass es Dragonbane schon in den 80ern in Schweden gab. Neu, als dass diese Version jetzt nach einigem Abstand mit modernen Überarbeitungen der Regeln neu aufgelegt wurde. Außerdem enthält es Enten. Das ist immer ein Bonus. Gut, dieser Band enthält keine Enten. Dieser Band enthält so ziemlich alles andere, was in der Welt kreucht und fleucht. Das ist ein Monsterband, was man braucht für ein Spiel, bei dem man des Öfteren doch mal in Kämpfe geraten kann. Aber nicht nur das, denn einiges von dem, was hier drin ist, kann man auch spielen. Es erweitert also unsere Bandbreite an spielbaren Spezies. Dazu gehören zum Beispiel die sogenannten Nightkin, da fallen Goblins und Orks drunter. Aber es gibt auch ein bisschen was Feenhaftes, was wir uns rauspicken und spielen können. Das ist ein bisschen seltsam gruppiert, in dem Sinne, als dass es ihnen wichtiger war zu sagen, wir haben ein Kapitel über die ganzen orkartigen Wesen, dann haben wir ein Kapitel über die ganzen, ein bisschen schwer zuzuordnen, eins über Insekten, eins über Trolle und Verwandte und so weiter und so fort. Aber in diesen Kapiteln jeweils sind Monster, die nur Monster sind und Monster, die auch als normale NSCs und vor allen Dingen auch als SCs fungieren können. Das ist ein bisschen weird, aber kriegt man hin, denn man hat immerhin vorne noch einmal einen Überblick, welche von diesen Viechern dann spielbar sind und wo wir sie in diesem Buch finden. Nee, nicht wo wir sie in diesem Buch finden, sondern es gibt eine Tabelle, mit der wir sie auswürfeln können. Jede von den Kreaturen hat dann eine Illustration, die häufig ganzseitig oder zumindest so zwei Drittelseitig angeordnet ist. Wir haben einen kleinen Flufftext, der das einleitet, ein bisschen was, wo kommen die her. Eine Reihe an Werten, nicht viel, man braucht bei Dragonbane nicht unheimlich viel davon. Dann, was typisch ist für Free League-Spiele, richtige Monster agieren nach einer eigenen, in Anführungsstrichen, KI oder beziehungsweise danach, dass man auswürfelt, welche Aktionen sie durchführen. Und zusätzlich einmal ein Random Encounter, eine Zufallsbegegnung mit der Kreatur, die eben innerhalb von ein paar Minuten mehr oder weniger abgehandelt werden kann, beziehungsweise ein Abenteuer nicht richtig unterbricht. Und ein Adventure Seed, einen Aufhänger mit einer Beschreibung einer Situation und einem Hintergrund, aus dem man als Spielleitung ein vollwertiges Abenteuer draus stricken kann. Manchmal ist das ein bisschen vermengt, manchmal sind die Random Encounter sehr umfangreich und die Adventure Seeds dafür überschaubar. Und bei den Angriffen gibt es ein paar von den Listen, die sehr gleich klingen. Wenn wir zum Beispiel bei den Trollen sind, einige von denen machen ein Forest Troll und ein Cave Troll, unterscheiden sich dann nicht so irrsinnig. Und manche davon wirken auch ein bisschen umständlich in die Erzählung einzubinden. Wenn eine Kreatur auf den Boden schlägt und dann bildet sich ein Riss und dann kann man da reinfallen, erscheint mir das als etwas, was innerhalb von einer Spielrunde vielleicht nicht unbedingt schon abgeschlossen sein sollte. Aber insgesamt ist das ein sehr gründlicher Band mit tollen Illustrationen. Dragonbane ist bisher von Johann Egerkranz illustriert worden, der eines der großen Talente bei Free League ist. Der hat diesmal das Cover beigesteuert, aber die Innenillustrationen sind von jemand anders, von David Brasgalla. Aber ich würde sagen, sie sind Egerkranzig. Also es wurde sich angelehnt an den Stil vom Lead Artist dieser Reihe. Gefällt mir insgesamt sehr gut. Das Buch ist, denke ich, auch nicht nur für Dragonbane nutzbar. Dadurch, dass es diese Vorschläge hat, wie die Kreaturen angreifen können, gibt es eine Menge Inspiration. Und außerdem die Random Encounter und Adventure Seeds lassen sich natürlich in alle möglichen anderen Fantasy-Settings übertragen. Umso leichter dadurch, dass hier vor allen Dingen Kreaturen drin sind, die zum
Brot- und Butter-Grundlagenmaterial von Fantasy-Rollenspielen zu gehören, wie ein Manticore oder ein Greif. Ein paar Sachen sind vielleicht doch etwas spezifischer, wie das Geisterpferd, das Leute ertrinkt. Das ist eine Sache, die einem zum Beispiel in anderen Free-League-Spielen wie in Wesen schon über den Weg gelaufen ist. Aber das meiste ist einem doch schon relativ bekannt. Die Trolle und die Riesen sind auch sehr nordisch geprägt, wobei ich auch sagen muss, dass ich nicht hundertprozentig sicher bin, wo der Unterschied zwischen Trollen und Riesen jetzt zu ziehen ist, auch nach Lesen des Buches nicht. Trotzdem ein sehr gutes Monsterbuch, das angenehm zu lesen ist, das nicht zu viel rumlabert, das nicht zu viel Raum an unnütze Dinge verschwendet, eigentlich gar keinen, und vor allen Dingen wirklich sehr schöne Illustrationen liefert und ganz, ganz viel Krimskrams, aus dem man tausend andere Sachen zusammenbauen kann. 8 von 10 möglichen Punkten dafür. Malcolm X ist eine deutsche Comicreihe, über die wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, die das Setting von Hörspielen weiterentwickelt. Geschrieben von Peter Männigen und gezeichnet vom sehr sympathischen und großartigen Ingo Rümling. Ich kann das über Peter Männigen nicht sagen, weil ich den nicht kenne. Aber Ingo Rümling haben wir schon ein paar Mal interviewt und der war cool. So, abgesehen davon kann er auch hervorragend zeichnen und setzt die Schwesternschaft der Nacht und der Kannibale von London wirklich beeindruckend in Szene. Das Setting ist Ende des 19. Jahrhunderts in London. Malcolm X, die namensgebende Hauptperson, ist ein Ermittler für eine Geheimloge, die Custodes Lucis, die sich mit dem übernatürlichen Dämonen, Monstern und dergleichen beschäftigt. Malcolm X hat als weibliche Person an die Seite gestellt eine Halbvampirin aus den Karpaten heißen die Berge. Das ist Charisma Myskina, sie hier. Zu dem Zeitpunkt, wo wir hier in Band 5 einsteigen, wohnen bei ihnen inzwischen aber auch eine Journalistin im Körper eines Roboters und eine Dämonin, die menschliche Gestalt annehmen kann, unter anderem. Also sie haben schon einiges zusammengesammelt und 2 Mädchen, die bei Sherlock Holmes um die Ecke wohnen und sehr begeistert davon sind, Kriminalfälle zu lösen. Die Schwesternschaft der Nacht setzt eine Story fort, die in Band 4 schon angerissen wurde. Es tauchen Dämonen in London auf und fressen Leute. Und dann findet man Mädchen, junge Damen, die auf einmal nur noch auf Latein durch Blut und Mord sagen oder durch Blut und Tod. Und in diesem Band wird dann dazu ermittelt. Man hat schon rausgefunden, es geht da um eine Gruppe von jungen Frauen, die einen magischen Zirkel gebildet haben. Und da ist vielleicht dann doch mehr dran als ursprünglich gedacht. Es wird teilweise sehr blutig und teilweise auch sehr nackt. Und da wären wir dabei, dass das Setting insgesamt, ihr habt es vielleicht schon erraten, ziemlich palpig ist nach den einleitenden Worten zu Journalistinnen, Roboterkörpern, Halbvampirinnen und so weiter und so fort. Ganz viel von diesen Bänden ist als Einzelaspekt schwer zu umreißen, warum das funktioniert. Die Leute sprechen auch in einer im Deutschen nachempfundenen, gestelzten Sprache, die eben das viktorianische London abbilden soll. Selbst wenn sie in Todesgefahr sind, werden da noch Worte gedrechselt, wie es nur geht. Aber irgendwie greift alles am Ende, unter anderem auch wegen des charmanten und sehr ausdrucksstarken Zeichenstils von Ingo Rümling, so ineinander, dass es funktioniert und dass es wirklich einfach ein großer Spaß ist, das zu lesen. Ich habe es mal wieder in einem Zug weg verschnabuliert und hatte irgendwie so ein bisschen so dieses Gefühl von einem Guilty Pleasure, weil so vieles davon ist Am Rande der Farce und es ist, wie gesagt, sehr palpig, aber es ist dann in seiner Stelzigkeit wirklich gut geschrieben und man mag all diese Leute doch sehr. Dementsprechend, ganz kurz auch noch zu Der Kannibale von London, nachdem die Sache mit den Dämonen und den jungen Schülerinnen ermittelt ist hier, steigen wir bei Der Kannibale von London stark damit ein, dass in den 1950er Jahren Sir Edmund Hillary und sein Sherpa-Begleiter Tenzing Norgay auf den Mount Everest steigen und dort Malcolm X finden, der fragt, welches Jahr es ist und wo er sich überhaupt befindet. Und dann gehen wir zurück ans Ende des 19. Jahrhunderts und klären auf, wie es zu dieser Zeitreise kam. Auch dieses Abenteuer ist wieder bizarr, hat sehr viele knallbunte Gestalten, auch wenn ein paar von den Sidekicks diesmal ausgelagert sind, weil sie irgendwo entspannt Urlaub machen. Und es wird
habe ich schon erwähnt, unglaublich blutig teilweise und sehr grausam. Aber ausgesprochen spannend. Das kommt auch noch dazu. All diese Geschichten, diese übernatürlichen Kriminalfälle, die da abgehandelt werden, sind auch wirklich einfach spannend. Am Ende 8,5 von 10 möglichen Punkten für zwei neue Bände von Malcolm Max. Das war's für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr da wart. Danke, dass ihr das Like an das Video verteilt habt am Anfang des Videos. Habt ihr ja getan, hoffe ich. Und ein doppeltes Dankeschön an alle Leute, die uns auf Patreon unterstützen und es überhaupt möglich machen, dass wir diesen harten Job machen, gute Rollenspielbücher und gute Comics zu lesen. Gut, nicht alles, was wir rezensieren, ist immer gut. Aber in diesem Fall hatte ich eine sehr, sehr angenehme Vorbereitungszeit für diese Late Night Show. Macht's gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Unter deinen Füßen gibt der Boden leicht nach. Mit so einem. Ja, ganz normaler Tag im Büro. Adern pochen ja. In den Wänden. Ich würde natürlich erst einmal mit meinen Schüchen versuchen, auf dem Boden so zu tippeln und zu schauen, ob der Boden denn auch wirklich stabil ist mittlerweile. Er ist stabil. Er ist nur weich und warm. Und er macht bestimmt auch dieses schöne ja. Geräusch, wenn man so. Mhm. Ja. Es ist wie über eine Reihe von korpulenten Personen zu schreiten. Mhm. Fest, aber die oberen paar Zentimeter geben nach. Ich brauche Freiwillige, um das tatsächlich mal auszuprobieren. Also, ich sag das nicht, das Internet ist voll komischer Leute, die sich jetzt melden. Das ist okay, ich bin ja auch in dem Internet. I'm gonna flip do or die to find out what happens as this invisible blade comes down upon you. Is do good for me or die? Do is, well, both are bad for you. One is slightly worse. I do feel like playing right. The dark eye. It's very much in the spirit. Ist ja eigentlich ein Notausgang für kluge Kinder aus der Welt, in der sie nicht sein wollen, in eine fantastischere Welt. Yeah.